Und kurz nochmal vorab, hier auch in der Cardo City-Karriere ganz kurz nochmal eine Erklärung. Und zwar wird es bis Ende März nicht mehr täglich Videos von mir geben, sondern eher versuche ich jetzt darauf anzuzielen, jeden zweiten Tag hochzuladen. Liegt einfach daran, dass ich mich in einer Lernphase befinde in Bezug auf die Semesterprüfungen Ende März. Und da werde ich halt ein bisschen Zeit von YouTube wegnehmen und deshalb mehr mich aufs Lernen konzentrieren. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum die VfB Stuttgart-Karriere kommt oder die Challenge-Karriere oder Vollmann-Karriere, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, liegt einfach daran, dass ich es nicht geschafft habe, etwas für die Gladbach-Karriere vorzubereiten und mit in die Folge hinein zu integrieren. Und da ich das nicht ohne diese Sachen machen wollte, verschiebe ich das Ganze auf Donnerstag, damit ich da noch ein bisschen Zeit habe, mich da nicht vorzubereiten, sondern das Ganze fertig zu machen und mit rein zu integrieren, weil es halt schon irgendwo wichtig ist und ich das jetzt nicht ohne den ganzen machen wollte. Deshalb kommt jetzt die Feuerwehr-Karriere, Challenge-Karriere, wie auch immer. Und damit, ja, so was, Leute, willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 19 Challenge-Karriere, Feuerwehr-Karriere oder VfB-Karriere oder wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt. Wir sind in der Vorbereitung, haben in der letzten Folge dann zwei Transfers getätigt mit Core und Kabak. Ansonsten gab es nicht so viele Vorschläge, weswegen wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht so viele Transfers sehen werden aus Sicht des VfB. Andererseits sind wir gerade dabei, Holger Badstuber an Monaco zu verkaufen und vielleicht kommt das eine oder andere Angebot für Pavard rein. Man weiß es nicht, man wird es dann in den nächsten Tagen wahrscheinlich sehen. Aber grundsätzlich machen wir in dieser Folge die Vorbereitung. Haben wir noch das Vorbereitungsturnier, wo wir erst ein Spiel gemacht haben gegen Florenz, wo wir 1-1 gespielt haben, glaube ich. Oder so, auf jeden Fall unentschieden. War sogar 0-0. Ist schon wieder so lange her, dass ich das nicht weiß. Und ja, wie schon gesagt, ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, die Gladbach-Karriere fertig zu machen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Tausch, sage ich mal. Und zwar gibt es jetzt, wie ihr gerade sehen könnt, die Feuerwehr-Karriere heute. Und dann am Donnerstag dann die Gladbach-Karriere. Und dann hoffe ich, dass ich das hingekriegt habe. Und zwar versuche ich das dann wieder in dieser einen Methode zu machen, wie ich es vorgeschlagen habe. Und zwar erst Gladbach, dann Cardiff, dann wieder Gladbach, dann Stuttgart, dann Gladbach und so weiter und so fort. Und ja, ich kann mir ja wohl noch die Freiheit nehmen, um das Ganze ein bisschen umzuswitchen. Ich meine, in meiner Realschulzeit hatte ich das auch ständig, wo ich in drei Fächern einen Lehrer hatte und der die ganze Zeit das, ja, von dem Stundenplan her so verändert hat, dass niemand mehr wusste, was genau wir wann machen. Ungefähr so könnte man sich das vorstellen, aber halt nicht so extrem, deswegen. Ich nehme mir da einfach die Freiheit heraus, um das zu sagen. Und persönlich finde ich das sowieso besser, weil ich dann auch mit den Folgen wahrscheinlich zufriedener bin, als wenn ich das jetzt nicht machen würde. Aber wie dem auch sei, wir sind jetzt hier in der Feuerwehr-Karriere, Challenge-Karriere, wie auch immer, haben die Vorbereitung vor uns und spielen auch jetzt das erste Spiel gegen Feyenoord in dieser Folge. Natürlich spielen wir das nicht, sondern simulieren wir das logischerweise, weil Vorbereitung uns einfach überhaupt nicht interessiert. Es geht nur ums Geld und darum, dass sich keiner aus dem Kader verletzt und ja, dann mal gucken, wie wir uns hier so schlagen werden. Dann gehen wir auch in das Spiel gegen Feyenoord mit ein bisschen rotierter Elf. Kennt man ja normalerweise auch von Vorbereitungsturnieren oder Vorbereitungsspielen allgemein. Es ist einfach nicht zwingend die beste Elf auf dem Platz zu spielen. Es geht einfach um die Spielpraxis. Van de Beek mit dem 1-0, Wermer mit dem 1-1. Dann verletzt sich beim Gegner jemand mit Schwarz. Ich sehe Joe Linton. Okay, die haben sich Joe Linton geholt. Kann man mal machen. Pavard sieht gelb. Und am Ende ist es ein weiteres Unentschieden mit 1-1. Wir bekommen zwei Nachrichten nach dem Spiel gegen Feyenoord. Und zwar einmal ein Angebot für Anto Grigic von Başakşehir hier für 2,1 Millionen Euro. Das können wir, glaube ich, auch annehmen oder verhandeln. Wir haben uns gleich auf jeden Fall angucken. Ist ja auf der Transferliste. Und wir haben es geschafft, Holger Badstuber an Monaco zu verkaufen mit 9,5 Millionen Euro und bekommen wir 7,5 auf unser Transferbudget. Und damit sind wir dann wieder fast bei 40 Millionen Euro Transferbudget. Also wir können auf jeden Fall noch ordentlich was ausgeben, rein theoretisch. Und nach wie vor brauche ich halt jemanden auf der Außenbahn auf jeden Fall. Und da könnte ich halt auch noch ein paar Vorschläge gebrauchen. Mit Başakşehir werden wir jetzt verhandeln. Das Angebot für Anto Grigic ist ein bisschen zu wenig. Ich möchte das schon so ungefähr den Marktwert haben. Und mal gucken, ob wir das auch hinkriegen können. Und Başakşehir nimmt die Summe von 2,4 Millionen Euro an. Das ist genau sein Marktwert. Und damit wird wahrscheinlich Anto Grigic in die Türkei wechseln. Dann bekommen wir die Nachricht, dass wir David Kopacz an Kolon verliehen haben und er dort für ein Jahr hinwechseln wird und dort seine Spielpraxis sammeln wird. Was ich vergessen habe zu sagen, in Bezug auf Positionen, die wir vielleicht noch gebrauchen könnten, wäre neben der Außenbahn, also offensive Außenbahn, auch die defensive Außenbahn und zwar auf der Rechtsverteidigerposition, wo wir noch ein Backup brauchen, hinter Maffeo, weil dort einfach nur Maffeo ist und wir da eigentlich keinen anderen haben. Wir könnten natürlich Pavard da hinstellen, aber da ist es fraglich, ob er dann halt beim VfB bleiben wird oder nicht. Da warten wir praktisch
nur auf ein Angebot, was ordentlich ist. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall ein Backup, sagen wir mal so. Letztes Gruppenspiel gegen Aiba. Und wie man wahrscheinlich gerade eben gesehen hat, ein bisschen durchrotiert. Kämpft mit der Gamekarte Gomez mit dem 1-0 für uns. Aber die Führung können wir natürlich auch wie in den anderen Spielen abgeben. Aber Bebu macht das 2-0. De Blas ist ein alter Bekannter, verschießt einen Elfmeter. Kurz nach der Halbzeitpause. Castro mit dem 3-0. Das sollte es doch am Ende gewesen sein. Und kommen wir weiter. Ich habe jetzt gar nicht auf die Tabelle geachtet. Jedenfalls gewinnen wir 3-0. Aber ich kann gerade nicht sagen, ob wir weiter sind. Und wir sind weiter. Spiel gegen Brighton. Währenddessen Gladbach Moussa Konaté kauft, den kennen wir auch noch, also aus Frankfurter Zeiten. Wir bekommen ein Turnierpreisgeld von 1,3 Millionen Euro nochmal, zusätzlich auf unser Transferbudget, bekommt nebenbei noch ein Angebot für Gonzalo Castro, 7 Millionen Euro von Olympique Lyon, was wir wahrscheinlich eher ablehnen werden, weil wir, ja auch wenn er 32 ist, aber Gonzalo Castro gehört eigentlich schon zu jemandem oder zum Kaderteil, den ich auch einsetzen werde. Und vor dem Spiel gegen Brighton ist es dann tatsächlich passiert. Pavard bekommt ein Angebot aus Turin und zwar von Juve. 25,2 Millionen Euro werden wir definitiv verhandeln. Da kommen wir leider nicht drum herum. Also ganz ehrlich Leute, das ist einfach nur realistisch, wenn wir den jetzt hier abgeben würden. Natürlich ist da auch eine Summe wichtig, die wir dafür bekommen würden. Und die versuche ich jetzt hier einzufordern. Und Juve kommt am Ende nicht mit uns zusammen. 40,5 Millionen ist denen einfach zu viel. Auch wenn sie dann noch hochgegangen sind auf 35,5 Millionen Euro. Wir waren nah dran, aber am Ende kommt es nicht zu einer Einigung. Schade. Halbfinale gegen Brighton. Akolo nach 2 Minuten direkt mit dem 1-0 für den VfB. Und Balogun verletzt sich. Ehemaliger Bundesligaspieler von Mainz. Nicht gerade perfekt für ihn auf jeden Fall. Da kann man nur hoffen, dass er sich nicht lange verletzt. Ansonsten hier erst ein Wechsel. Pavard sieht gelb. Vielleicht ist er ein bisschen sauer, weil er das, den Wechsel doch nicht durchbekommen hat. Mafio mit dem 2-1, mit dem 2-0. Nach 75 Minuten. Wir gewinnen 2-0 und stehen im Finale gegen Eibar, wenn ich richtig liege. Die Parallelspiel 4-1 gegen Leicester gewonnen haben. Bekommen dann nochmal 3 Millionen Euro Turnierpreisgeld und gehen dann jetzt gleich sofort auch ins Finale rein. Aber zuvor bekommen wir die Meldung, dass Anto Grigic nach Başakşehir hier gegangen ist für eine Summe von 2,4 Millionen Euro. Wir bekommen 1,8 auf unser Transferbudget und damit dürfen wir locker wieder bei ungefähr 45 Millionen Euro sein. Also wir haben auf jeden Fall nicht genug Geld, um vielleicht sogar einen etwas größeren Spieler zu holen vielleicht. Und je nachdem, ob dann nochmal ein Angebot für Pavard reinkommt, was ich nicht weiß. Vielleicht kriegen wir dann noch ungefähr 40 Millionen Euro auf unser Transferbudget drauf. Dann wären wir bei ungefähr 80, also wir können auf jeden Fall viel machen. Frage ist nur, ob es irgendwann auch möglich sein wird. Finale gegen Eibar. Und wir liegen hinten. De Blasis macht es jetzt dann besser als im Gruppenspiel. Die Davi aber dann mit dem Ausgleich 3 Minuten später. Damit dann wieder ein sehr offenes Spiel. Charles mit dem 2-1-Führungstreffer für Eibar. Und De Blasis schießt schon wieder einen Elfer daneben. Donis macht es dann besser auf der anderen Seite. Macht den Elfer rein. 2-2. Gut 10 Minuten Verschluss. Nochmal gelb, aber am Ende Elfmeterschießen und wir verlieren das Ganze mit 4-3 und sind am Ende nur Zweiter. Leider, aber ist ja nur ein Vorbereitungsturnier zum Glück. Ja, und damit haben wir jetzt noch Ewigkeiten Zeit bis zum Saisonstart in der Bundesliga gegen Hoffenheim beginnen wir dann. Und danach haben wir dann noch Leverkusen am Deadline Day sozusagen. Und dann ist Länderspielpause. Also wahrscheinlich werden wir noch ein bisschen vorsimulieren und dann gibt es ab der nächsten Folge dann schon die ersten Spiele in der Liga. Aber zuvor bekommen wir nochmal ein Angebot für Berkay Özcan. 7,9 Millionen Euro aus Brighton, was wir ablehnen werden, weil der Junge einfach, eine Zukunft bei uns hat. Das kann man, denke ich, auch so sagen. Weiter geht es mit einem Angebot für Ailton von Bournemouth. 8,8 Millionen Euro. Auch das werden wir ablehnen, weil langfristig er halt der Linksverteidiger Nummer 1 sein soll. Dann geht es weiter mit einem Angebot für Ebenezer Ofori, 6,2 Millionen Euro aus der Türkei von Beşiktaş, was wir sogar rein theoretisch annehmen könnten, weil auf der Position, wo er spielt, haben wir genug Leute, die da spielen können, neben ihm. Also da haben wir einen Überfluss an Spielern, was eigentlich dazu tendieren würde, dass wir ihn abgeben könnten mit ungefähr 7 Millionen Euro. Aber ich denke erstmal, dass ich das Ganze ablehnen werde, weil er einfach ein sehr beweglicher Spieler ist, was mir eigentlich sehr gut in die Karten spielt, vor allem auf seiner Position. Ich werde es nochmal ablehnen erstmal.
Dann verbessert sich im Training nochmal Kabak auf eine 67. Der ist ja so für die Zukunft gedacht, genauso wie Aidonis neben ihm, der auch schon irgendwo auf eine 70 herumhampelt, sag ich mal. Und ja, der macht sich auf jeden Fall. Und zum Abschluss der Folge bekommen wir nochmal ein Angebot für Daniel Didavi aus Monaco, 18,8 Millionen Euro. Und das würde ich tendenziell eher ablehnen, auch wenn Monaco hier, wie im Text steht, sogar dafür 28,3 Millionen Euro zahlen würde. Was für ihn auf jeden Fall eine Menge Geld ist und wir wahrscheinlich für ihn nie wieder bekommen würden. Vor allem, weil er 29 ist, er wird in der Stärke auf jeden Fall abbauen. Frage ist nur wann. Und außerdem ist der Mann wichtig für uns, deswegen würde ich sagen, das lehnen wir ab. So, und damit ganz kurz einen Blick auf den Kalender. Wir haben jetzt noch ungefähr 3 Wochen bis zum Saisonstart. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch genug Zeit, um bis dahin dann Transfers zu tätigen. Natürlich gibt es dann noch eine Woche mehr wegen Deadline Day und so. Der kommt ja erst eine Woche später und da hätte man auch noch die Möglichkeit. Und wir werden höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Folge die Saison beginnen. Und dann mal gucken, wie es dann so laufen wird mit dem VfB in dieser Zeit. Ob wir daran anknüpfen können, was wir in der Rückrunde geleistet haben. Oder vielleicht nicht so guter Start und wir landen in der Krise, wer weiß. Das werden wir dann alles in den nächsten Folgen sehen. Und mit den Worten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Macht's gut, haut rein und wir sehen uns dann hoffentlich am Donnerstag mit der Gladbach-Karriere wieder. Macht's gut, ciao.